Es ist nicht für lange. Nur so lange, bis sie genau wissen, was los ist. Bitte lass mich nicht hier. Nur für ein paar Tage. Wirst sehen, es geht schnell vorbei. Susan, wir müssen los. Du machst es dir doch nur noch schwerer. Sei tapfer, Schatz. Sei stark. Du bist so stark. Jodie, ich weiß, es ist hart, alleine hier zu bleiben, ohne Familie. Aber hier haben wir eine gute Chance, rauszufinden, was mit dir passiert. Wir können dich hier beschützen, Jodie. Mich kann überhaupt niemand beschützen. Deine Sachen sind in der Tasche da drüben, siehst du? Cole und ich sind gleich nebenan im Zimmer. Wenn du irgendwas brauchst oder irgendwas ist, ruf uns und wir sind gleich bei dir. Okay? Gute Nacht, Jodie. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Beyond Two Souls. Ja, ich habe mich dazu entschlossen, das Ganze als normales Let's Play weiter aufzunehmen. Und ja, das ist die erste Nacht von Jodie hier. Ja, in ja der Anstalt möchte ich es mal nennen. Oder in diesem ja Apartment kann man es ja nicht bezeichnen, sondern in diesem medizinischen Observatoriumstrakt oder keine Ahnung. Und ja, Mom und Dad hat uns hier gelassen. Und wir müssen mal gucken, was wir hier, was können wir denn hier alles tun? So, hallo. Hallo? Kann ich? Man konnte irgendwie, nein. Nein, will ich nicht. Ich wollte Aiden nicht rufen. Ich wollte mal eben schauen, wo wir hier. Ah, ich kann hier. Okay, es ist immer noch. Es ist bei uns sehr am Gewittern. Ich hoffe, man hört es in der Aufnahme nicht. So, kann ich hier im Schrank irgendwas machen? Nein, kann ich nicht. Okay. So, was haben wir denn sonst noch? Wir haben unsere Tasche da. Hat unser lieber William... Es wird jetzt Zeit. Ab ins Bett, Jodie. Dein Schlafanzug ist auf der Couch. Ich muss schlafen. Ich will aber nicht schlafen. Ich will nur fertig gucken. Und die beobachten uns mit den Kameras da oben. Das, kann ich hier noch Fernsehen gucken? Warte mal. So. Ich gucke noch Fernsehen. Basketball? Yeah. Voll cool. Ja, läuft eh nur wieder Müll. Ist wahrscheinlich RTL. So. Was haben wir denn noch hier? Haben wir hier in unserem Täschchen, in unserem Köfferchen. Was haben wir denn da Schönes drin? Ui. Ein kleines Häschen. Komm, Barney Knuffel. Schauen wir mal, wo wir heute Nacht schlafen. Genau. Eine Taschenlampe haben wir dabei und ein Bunny-Schnuffel. Kommen wir hier raus? Ne, anscheinend nicht. Wird doch, glaube ich, gar nicht probiert. Können wir unterm Schreibtisch schlafen? Ja, dann gucken wir mal. Ach so, ja, ich muss ja, ich muss ja den, entschuldig bitte, ich muss ja den, ich muss erstmal den Schlafanzug holen. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich bin ein bisschen raus. Also wenn ich da mal irgendwie was falsch drücke oder so, nicht böse sein. Ich habe jetzt seit längerem ja schon nicht aufgenommen gehabt. Und okay, wo ziehe ich mich um? Im Badezimmer vielleicht? Wie gesagt, ich bin ein bisschen... Es ist schon... Es ist ein bisschen her. Ne, es ist ein klein wenig her, wo...
Ich hoffe, hier sind nicht auch noch Kameras drin. Ich glaube nicht. Das ist aber ein hübscher Pyjama. So. Den gleichen habe ich auch. Nur in Blau. So, jetzt ab ins Bett. Und schlafen. So, Schlafenszeit. Ich werde jetzt das Licht ausmachen. Gute Nacht, Jody. Warte! Kannst du das Licht im Flur anlassen? Ich krieg sonst Angst im Dunkeln. Klar. Wie ist das? Gut. Gute Nacht. Nacht. Ungewohnt. Das ist, ja. Hab keine Angst, Aiden. Wir werden jetzt einfach einschlafen. Und es wird uns gar nichts passieren. So. Dann drehen wir uns mal und können vielleicht auf der Seite vielleicht schlafen. Oder vielleicht auf der anderen Seite. Lalilu. Nur der Mann im Mond schaut zu, wie die kleinen Babys schlafen. Drum schlaf auch du. Ich kann nicht schlafen, Aiden. Ich glaube, ich brauche eine Geschichte. Okay. Huch, hallo? Nein, ich, oh Gott, wie war denn die Steuerung nochmal? Oh Gott, Hilfe, wie cool. Das ist ja mega. Kann ich noch... Gucken wir mal, was haben wir denn hinter der... Ah. Okay, hier sind die Kontrollmonitore. Er ist auch am Pennen, okay. Was haben wir sonst noch hier? Kommen wir hier raus? Ah, ist zu weit weg, okay. So, da läuft noch der Fernseher. Was kann ich... Oh Gott. Komm. Ich glaube, ich bin. Wo ist sie? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Lass sie los. Oh Gott. Lass sie los! Oh Gott. Alter, was? Mein Gott, Jody! Hol den Doktor! Sofort! Ist okay. Es wird wieder gut. Aiden hat jetzt keine Angst mehr vor den Monstern.
Die erste Nacht haben wir also absolviert. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Wie andere Mädchen. Ich habe Nein gesagt. Keine Widerrede. Bitte, Nathan, nur dieses eine Mal. Alle Mädchen aus meiner Klasse gehen und es wird nicht spät. Ich verspreche es, okay? Du verschwendest deine Zeit, Jodie. Das ist nicht fair. Wieso dürfen alle anderen gehen und ich nicht? Ich tue immer alles, was du willst. Wirklich immer. Und nie darf ich was, was mir gefällt. Zum 100. Mal, du bist nicht wie alle anderen und wir haben hier Regeln. Ich will doch gar nicht anders sein. Ich will nur ausgehen und Freunde haben, genauso wie alle anderen Mädchen. Du wirst immer anders sein. Du musst dich daran gewöhnen. Gute Nacht. Ah! Ich bin nebenan. Sag mir, wenn du was brauchst. So, entschuldigt bitte, ich musste ganz kurz mal eben hier bei mir das Fenster schließen. Es ist so am Schütten. Das ist abnormal. Das hätte man, glaube ich, in der Aufnahme gehört. So. Und ich musste mal eben den... den Ventilator ausmachen. So. So sieht das Zimmer so später aus. Ach, ist ja interessant. Warte mal. Huch, was war das? Es geht nicht, Prinzessin. So sind die Regeln. Tolle Regeln. Du lässt mich lieber raus. Du lässt mich lieber raus, denn wenn nicht, sind meine Noten bald im Keller. Und du kannst es vergessen, mit Aiden zu arbeiten. Und zwar für immer. Jetzt hör schon auf, Jody. Du führst dich auf wie ein Kind. Ah. Ich finde, wie geil die Szene. Yeah. Alter. Oh, das war... Kann ich das nochmal machen? Okay. Das war nur ein Versuch. Schade eigentlich. Kann ich... Gibt es da sonst noch irgendwas? La 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 la. Kann ich... Okay. Vielleicht gibt es ja irgendwie eine Möglichkeit, hier rauszukommen. Achso, okay. Und das ist jetzt ihr Zimmer hier quasi. Aufenthaltsraum und Schlafzimmer gleichzeitig. Schluss damit, Jody. Das bringt dir doch absolut... Gehst nicht. Basta. Das wollen wir doch mal sehen. Was ist das jetzt? Bist du stolz? Nein. Nein, das war es noch lange nicht. Denn morgen wirst du das alles aufräumen. Ist mir egal. Ich werde... Nein. Es ist Ihnen scheißegal, wenn wir die Bude auseinandernehmen. Wenn das nicht klappt, müssen wir uns was anderes überlegen. Wie komme ich denn wieder zurück? Hallo? Ja. Ja, sie hat sich beruhigt. Sie hat das ganze Apartment verwüstet, aber jetzt ist gut. Okay. Ja, dann also bis morgen. Dann wollen wir doch mal sehen, ob wir nicht hier rauskommen. Es tut mir so leid, Cole. Ich hasse mich selbst dafür, aber
Du verstehst mich doch, oder? Ich will... Ich muss heute mal hier raus. Alter, krass. Wie gruselig. So, wie komme ich jetzt hier... Okay, da oben läuft ein Boxkampf. Ist die... Ah, hier ist die Tür. Oh Gott, ganz vorsichtig. Die Frage ist, wo kommen wir hier raus? Ja, ich weiß, aber... Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Ja. Wir dürfen nur nicht gesehen werden, das ist ganz wichtig. Das ist ja das Büro vom Dings, ne? Abgeschlossen. Oh, scheiße, verdammt. Ach, ja, klar. Ah, ja. Er hat ja eine Schlüsselkarte. Danke. Dann gucken wir doch mal, ob wir einfach rausspazieren können. Ich glaube zwar nicht, aber naja. Die Frage ist, ist da der, da ist der Ausgang, ne? Das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass das hier so unbewacht ist. Oh, hallo Cole, Jody. Bisschen spät für einen Ausflug, hä? Ja, ich fühle mich nicht... Mir ist schlecht. Ja, mir ist schlecht, also wollten wir nur... an die frische Luft. Alles klar? Sollen wir lieber die Krankenstation anrufen? Nein. Ist nicht nötig. Cole ist ja da für mich, also... Stimmt, Cole? Ja, also... Was ist, Cole? Hast du die Zunge verschluckt? Hm? Er ist echt mies gelaunt. Er hat heute noch kein Wort gesagt. Oh oh. Ich schätze, ihm ist heute nicht so sehr nach Reden. Ich glaube, seine Oma ist tot. Oder so. Oh oh. Er ist wohl heiser. Ich glaube, es ist ein Virus oder sowas. Das ist mehr als er zu mir gesagt hat, den ganzen Tag lang. Ist hoffentlich nicht ansteckend, Kumpel. Du gehörst nach Hause ins Bett, wenn du mich fragst. Wäre besser für uns alle. Das stimmt. Tja, gut. Ciao. Boah, Gott sei Dank. Alter Schwede. Jetzt geht's schon. Alter Schwede. Das erspart uns wohl die Suche nach Coles Auto. Kameras überall. Besser, ich verschwinde schnellstens von hier. Oh. Cole, mach die Tür auf. Jetzt ins Auto und lass den Motor an. Wenn er den Schlüssel hat, Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Verdammt. Man kann mich von draußen noch sehen. Los geht's, ein. Sei so unauffällig, wie es geht, okay? Hey, Cole, Kumpel. Hast du frei? Jody?
L1. Ich drück mal lieber nichts. Mal gucken. Cole, was zur Hölle ist? Oh oh. Oh Scheiße. Oh Scheiße. Oh, was ist Scheiße. Passiert? Verdammt nochmal, was zum Teufel ist das denn gewesen? Oh Scheiße. Ich glaube, mir ist glasklar, was das eben gerade war. Oh nein. Ich hab dir gesagt, du gehst nicht, nein. Du hast nicht auf mich gehört. Weißt du, wie gefährlich das war für Cole und für dich? Verdammt, Jody! Erinnere dich nur mal an Kirstens Geburtstagsparty. Du weißt doch noch, wie das war mit Aiden, oder? Oder? Einfach raus und einmal so sein wie alle anderen.